Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Timberborn-Folge. So, in der letzten, wir lassen mal schnell vorlaufen. In der letzten Folge haben wir angefangen, unser Konstrukt für Kartoffeln hier zu planen. Das wird jetzt langsam fertiggestellt und wir müssen aber allerdings noch hingehen und müssen auch ein Kartoffelfeld deklarieren, ne? Wo angebaut wird. So, das wird dann hier gemacht. Da oben werden die Kartoffeln dann verarbeitet. Das Rezept müssen wir auch auswählen, sonst passiert da nichts. So, und dann sind wir hier fertig. Sollte dann nach und nach gebaut werden. So, und dann war unser nächstes Projekt ja immer noch, das ja immer noch am Laufen ist, hier bauen. Das dauert mir aber alles zu lange. 58 Holz. Wir könnten doch mal auf Arbeit gehen und bauen hier eine Bauarbeiterhütte. So, die würde ich hier platzieren. Die hat Priorität. Dann kann die fertiggestellt werden und dann schicken wir hier einfach 8 Biber hin. Und die können hier dann platzen, wie bekloppt. So, dafür brauchen wir aber auch Bretter, sehe ich gerade. Verdammt. So, 10 Bretter bitte. Müssen wir die nur finden. So, hier Planks. Bretter setzen wir dann ein Limit. 100 Stück möchte ich hier nicht haben. Zumindest anfangs nicht. 20 müssten reichen. Und hier schauen wir wieder. 340 Holz haben wir hier. Nahrung steigt immer noch. Wasser sieht gut aus. So, aber 9 Biber haben keine Arbeit. Dann setze ich hier noch 2 ein. Dann müsste das doch schon fast wieder okay sein. Hier könnte ich auch ein zweites Bauarbeitergebäude bauen, oder? Wird so langsam mal Zeit. Hier ist ja nichts mehr mit Holz lagern, von daher weg damit. So, Arbeit. Bauarbeiterhütte hierhin. So, priorisiert. So. Dann können die hier anfangen. Wie sieht es hier unten aus? Dauert noch. Sind halt die Bretter, die noch nicht geliefert wurden, ne? Jetzt in der Nacht. Da schleppen die nichts hin und her. Okay. Immer im Auge behalten. 405 Wasser. Ich muss gucken, dass das nicht runtergeht. Ich vergesse es aber eh wieder, ne? Hält sich so ziemlich die Waage, aber zunehmend tut es auch nicht wirklich, ne? Ich bin gespannt. So, Effizienz immer noch nur 30%. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das Brot kam mittlerweile sehr schnell in das große Warenhaus. Das Lager. Hier kommt keiner hin zum Bauen, oder wie? Wobei, wir haben hier irgendwo Priorität gesetzt, deshalb, ne? Die sind hier beschäftigt. Wir müssen halt immer so arbeitet beim District Center. 3 von 10 Kilo. Aber überhitzt, deshalb kann er. Ja gut, ist eingeschränkt. Schade, dass die nur so wenig tragen. Das müssen wir definitiv erhöhen. Wie gesagt, mit den gegrillten Kartoffeln wird das besser. Und die müssen ja auch erstmal gepflanzt werden, ne? Hier haben wir Ernte. Ernte. So, du pflanzt mal bitte. Und zwar Potatoes. Deine Priorität. Ihr sammelt. Priorisierend Karotten. Keins. Komm, wir sagen keins. Sagen ja auch keins. So, ist egal. So, jetzt wird hier auch angepflanzt. Hatten wir vergessen. Hätten wir früher machen können. Egal. Passiert. Okay, was ist das nächste Projekt? Die Duschen, die müssen auch gebaut werden. Da brauchen wir auch wieder Bretter. Jetzt wird aber erstmal das hier fertiggestellt, hoffentlich. So, das T-Stück haben die gebaut. Sehr schön. Kommen die da überhaupt ran? Na, ist das noch im Bereich drin? Sonst wird er meckern, ne? Zumindest steht da nichts. Hier kommen sie nicht runter. Sie kommen hier nur von der rechten Seite dran. Komm, wir lassen mal... gespannt. Hier bitte fertigstellen. Jetzt in der Nacht machen sie es nicht, aber gleich.
So, hier. Hier Arbeiter. Hier vier. Ja, hier reicht's auch so. hallo, was ist hier los? Gut, Wasser und alles ist da. Ich dachte schon wieder, wir haben kein Wasser, aber es ist einfach nur. Und hier verschwende ich sehr viel Zeit, wie ich sehe. Zumindest jetzt für die letzten Dämme. So, hier kann das so gemacht werden. Hier so. Hier so. Jedes bisschen zählt. Weg damit. Das hätte ich auch nicht gebraucht, ne? Naja. Ist halt einfach so. Man muss nicht alles hinterfragen, was man baut oder macht. 3 Biber, die keine Arbeit haben. So, das heißt, ich könnte einfach nochmal 3 wegschicken, oder? So, Migration. Minimum. So, und hier sind dann 0. Sehr schön. Hier wissen dann 3 Stück nicht, was sie arbeiten sollen. Doch, das wissen die hier 3. So. Im Distrikt keine Arbeitslosen. Wird das auch alles schneller gebaut? Ich hoffe, das überflutet nicht beim ersten Versuch und ich passe nicht auf. Bei der ersten Gelegenheit. Okay, habt ihr noch was zu bauen? Jetzt wird hier fleißig gearbeitet, ne? Ja. Sehr schön. Dann wird das hier auch fertigstellen. Da kriegen wir hier Boni. Müssen generell auch hier mal für viel mehr Boni sorgen. Hier die Tief Grindstone, das bauen wir auch mal um. Habe ich total Damage platziert. So, hier machen wir 2 Straßen, damit das anständig aussieht. So, Wellbeing. War das hier? So, ein Schleifstein für die guten Biberzähnchen. Dann reißen wir das hier ab. Auch hier noch 2 oder 4 sogar. So, hier eine Straße hin. Hier ist nichts mehr zu tun. Abreißen. Okay, dann wäre das auch geregelt. Wobei, hier das sieht wieder blöd aus, sehe ich. Hier müsste eigentlich... Ja, komm. Für die Deko. Okay, so. Und dann wieder Wellbeing. Schleifstein für die Zähnchen. So. Wobei ein Zweierdesign ist halt immer blöd. Ne? Man bekommt halt nie Symmetrie rein. Das ist der Nachteil. Es sei denn, ich gehe jetzt hin. Machen wir das halt mal kurz so. So. So arm sind wir jetzt nicht, dass das nicht gemacht werden könnte. Zwischendurch. Der Distribution Center kommt auch irgendwo woanders hin. Wie gesagt, wir gucken mal, was wir mit diesem Areal machen. Oder wir bauen auch die Wassertanks alles um. Kommt alles noch. So, Priorität ist jetzt immer noch. Ich warte, dass das hier alles fertig wird, damit wir unsere Boni bekommen. Währenddessen, Essen sieht immer noch gut aus. Holz geht halt runter. Ich denke, auf Dauer werde ich hier mehr brauchen. Vor allen Dingen auch mit der Produktion, wenn die durchgehend laufen soll, auf Vollanschlag. Wird das hier ein bisschen mau sein. Das heißt, ich müsste auch wieder auf eine andere Fläche zurückgreifen, in der ich viele Bäume anbaue. Hier vielleicht, oder? Oder ich nutze doch das hier. Wobei, nee, komm. Lass nicht schon wieder das anfangen, was wir nicht machen wollten, denn hier kommt Gebäudebereich und Boni-Bereich im besten Fall alles hin. Mach ich jetzt auch mal hier, weil hier laufen sie immer vorbei. Und für in Sachen Boni, ihr kennt mich, ne? Wenn ihr meine Let's Plays geguckt habt. Ich baue auch gerne solche Sachen. Das sind sehr gute Möglichkeiten, um Boni und alles zu bekommen. Denn hier kann man jetzt einfach hingehen, baut sowas und dann zum Beispiel noch sowas. 2x2, das gibt ja auch Boni. Ne? Baue ich so eine Allee, die überdacht ist und so weiter und so fort. Dann sieht man auch diese hässlichen verbundenen Straßen nicht mehr. Und alles Maßnahmen, die man Deko unterbringen kann für Boni. So.
Dachterrassen hatte ich gelogen, war unten nicht die erste. Hier haben wir ja schon zwei. So, wo fehlt es denn hier auch vor allem? Tempel habe ich noch gar keinen gebaut. Die baue ich normalerweise immer sehr früh. Bringen die mittlerweile. Kein Effekt. Jetzt. Achso, weil, ja, ist ein junger Biber. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Tempel. 25% ist halt schon massiv, ne? Karussell, 15. Das sind teurere Sachen, die sind für später. Hier, das ist halt Monumente. Die wären halt schon wichtig. Die könnte man auch bauen. 200 Holz. Kann ich mir das jetzt im Moment leisten? Hier könnte man zwei Stück bauen. Zwei Stück sagt jetzt bestimmt hier ist unnötig, ne? Aber ihr wisst, Symmetrie halt. Ja, ist halt so. So, ich bin gespannt jetzt mit dem Wasser. Jetzt schon vieles zu. So, hier ist jetzt überflutet, das heißt, ja, ein Biber, wir machen mal hier a great population, kein Minimum und du nimmst alle Biber auf. Distrikt 1, so. Rüber mit euch. Ja, der chillt mal ein klein bisschen. Hat, oh, minus 18. Warum? Der hatte alles, was er haben kann, wenn er möchte. Naja, egal. 121 Holz, ja. Geht jetzt hier alles flöten. Wir haben keine weitere Baumproduktion. Wisst ihr was? Mach mal auf. Hier wäre doch auch eine schöne Ecke für Holz. Lager, Holzlager. So, dann kommen hierhin drei Förster direkt. Förster. Holzfäller. Reicht der überhaupt alles, wo ich es jetzt hingestellt habe? Ja. Easy. Locker. So, hier ein Aufgang. Treppe. Wisst ihr was? Lasst den besser. Hier kann er effektiver arbeiten. Obwohl, hätte ich schon gerne hier hinstehen. Sieht cooler aus, ne? Aber das cool aussehen bringt mir auch nicht unbedingt was, wenn ineffektiv arbeitet. Wobei, na komm, lass effektiv arbeiten. Und zwar so. Ja, lass das so machen. Okay, um dann die Wege zu verkürzen, würde ich hier rundherum und hier eine Treppe setzen. Ab darunter. Denn ich sehe es kommen, wir haben schon wieder sehr wenig Holz. Die kommen nicht hinterher. Hier haben wir bald alles verbraucht, oder? 60 Planken. Das hier ist wichtiger. Mach das mal hoch. Das hier weniger wichtig. Das hier auch weniger wichtig. Komm, lass die Priorität hier mal setzen. Sonst wird das wieder nichts. Sonst verbraten wir hier einen Haufen Materialien. So, das wird sehr hoch. Und der Grill natürlich. So. Okay, und als nächstes käme dann hier einmal Boni, weil die hier entlang laufen. Diese zwei Sachen. Und dann fangen wir, glaube ich, hier oben an. Damit wir schnellstmöglich wieder an Holz kommen. Nicht, dass wir zum, ja, dann schon wieder einen Engpass haben. Und wir dann zusammen auf Holz warten, bis hier was passiert. Ne? Das ist ja blöd. Ja, keiner sehen, dass hier nichts passiert. So, die vier machen wir auf. Habe ich was vergessen? Die drei sind wieder überflutet. Die können auch zu. So, was hat er hier? Storage full. Ist okay. So, das hier rennt nur ganz langsam. 15 Horsepower. Weniger als ein Biber hier in seinem Energierad, in seinem Laufrad macht, produziert. Naja. So, und hier sind wir noch lange nicht fertig. So, Maple Chestnut, 4 Holz, immer noch 8 Holz, 30 Tage, dauert halt ewig, aber was will man machen? So, hier Boni mit einplanen. Wobei, die Boni würde ich dann über Laufwege wieder bereitstellen, ne? So zum Beispiel. Aber das reicht dann erstmal hier. So. Dann schalten wir das hier noch frei.
Ja. Okay, sieht auch cool aus. Würde ich sagen, das hier kommt weg, sagten wir. Und die Bäume können dann hinten dran. Also Bäume. Maple. Und würde sagen, komm, wir machen hier großzügig einfach mal alles zu. Stehen noch ein paar Birken rum, egal. Wenn hier oben auch Bäume stehen können, warum nicht? Sieht halt blöd aus, ne, mit der Erde. Aber hier können die überleben. Der Rest reißen wir es ab. Brauchen wir nicht. Okay. So, Maple hier unten ebenfalls. Würde ich sagen, bis hierhin. Der Rest wuchert eh von alleine zu, muss aber auch nicht abgeholzt werden. Sieht auch cool aus, wenn man ein bisschen Natur lässt. So, hier auch. Und 2 Holz für 12 Tage, 1 Holz für 9. Ne, dann machen wir das noch. Ein. Adelbäume. Ja, komm. Den Rest. Und hier noch ein paar. Okay. Dann sollte das auch okay sein. Dann kann da oben das Holz hin. Blöd ist, die haben zwar sau große Laufwege, dann bis hier ganz runter, aber naja. Vielleicht baut man das später auch nochmal um. Es ist zentralisiert. Wie auch immer, bleibt jetzt erstmal so. Und wir hätten es hier mit zupacken können, aber es ist wenig Platz dafür, ne? Egal, machen wir uns später Gedanken. So, hier geht jetzt halt sehr viel Wasser verloren. Da müsst ihr hier irgendwo, hier würden sich Wasserräder lohnen. Wird mir aber auch noch nicht so wirklich. Hier lohnt es jetzt auf jeden Fall. Wenn ich hier später noch einen Deich ziehe irgendwo, hier, dann ist hier mehr Bewegung in diese Richtung. Und hier vielleicht noch ein, zwei Dämme mehr, dann geht hier mehr durch. Und dann kann man hier mit den Wasserrädern einiges an Energie rausziehen und bauen uns dann irgendwo unterirdisch, ja, unsere Getriebe. Getriebe und Antriebswellen. So, hier unten kommt offensichtlich keiner hin. Die Symbole können wir dann auch sein lassen. So. Und dann schauen wir mal. Hat das hier schon angefangen? Ja, hat's. 96% Effektivität. Ein paar Kartoffeln wurden schon gemacht. 4, 8. Sehr schön. Geht nach oben. Das bedeutet, die können bald mehr tragen. Sollte sehr viel effektiver sein. Habe ich mich sehr, sehr lange nicht drum gekümmert. Ja. Hätte besser laufen können. Denn ja, die Kartoffeln geben halt so viel Boni. Das lohnt sich. Das lohnt sich einfach. So, hier Geschwindigkeit, Laufwege, ne? Ist ja auch nicht optimal. Müsste man, ja, sich auch mal drum kümmern. Hier. Und hier ist auch sehr viel Verkehr, ne? Ja. Sehr viel. Könnte man dann auch mal ein klein bisschen hübscher bauen. Das heißt, ich würde irgendwann hier rüber gehen direkt. So. Kann man hier anbinden. So. Alles mal geplant. Haben wir so viele Projekte. Oh, 19 Tage Dürre. Oh, wow, wow, wow. Okay. So, 4 Pumpen sind auf. Würde ich die beide... Ja, die beiden gehen ja nicht. Aber hier die oberste Schicht Wasser wird ja bald weg sein. Dann funktionieren die wieder. Bis dahin reicht das Wasser hoffentlich. Ich bin da sehr zuversichtlich. So, der Förster hat angefangen zu arbeiten. Hier, nothing to do in range. Ja, noch nicht, denn es ist ja auch noch nichts gepflanzt. Aber wir können das trotzdem schon mal markieren. Und Birkenbäume vielleicht auch. So. Überbleibsel. Ein bisschen Holz bekommen sie da ja noch raus, ne? Ja. Nicht viel, aber immerhin. So, hier auch. Da lassen wir weg. Kann wachsen, was will. So. Dann wäre das auch wieder. Was ist hier los? Isn't connect to any. Ist das schon zu weit weg? Ja, verdammt. Hier reicht es noch gerade so. Hier ist schon zu viel. Gut, dann machen wir halt
Machen wir das so. Nee. Zwei Stück reichen hier eigentlich und dann machen wir die äußeren beiden zu. Wobei mir die Symbole... Ne, komm, die Symbole nerven mich immer. Weg damit. So, und hier ist jetzt auch alles schon wieder... Ihr habt es gesehen. Okay, District Time. Ich hätte hier gerne... 7 Biber. Auf geht's. Wir können noch mal durchgucken, ob hier alles stimmt. Hohe Priorität. Hoch, hoch, hoch. Auch sehr hoch. Nee. Mit ihr gut, dass wir das noch mal gemacht haben. Hier auch sehr hoch, hier auch sehr hoch. Die ganzen Pumpen sind sehr wichtig. Ja. Wobei, die sind jetzt out of order. Hier sind jetzt wichtig die drei. Und da hinten die drei. So, 6 Pumpen. Ist relativ egal. Hier ist alles neutral, ne? Ja. Hier ist super. Auch neutral. Hier, die sind alle besetzt. Pflanzen und Ernten. Die langweilen sich aber die meiste Zeit. Das ist halt nicht so optimal, ne? Würden da auch 2 reichen? Ne, lass 4. Lass 4. Ich glaube, das ist gut so. So, hier ist die Deko alles fertig geworden. Sehr schön. Holzmäßig 130. Ja, es geht schnell zur Neige. Hier wird ja auch ein bisschen was verbraten noch an Holz. So, hier ist alles trocken. Das ist jetzt halt blöd. Wenn wir überall fertig sind mit unserem Projekt, sollte das nicht mehr der Fall sein. Oh! Wir sind hier gleich fertig, Leute. Wow. Okay. So, und das hier brauchen wir dann, glaube ich, gar nicht mehr. War, das ist Humbug. So, das läuft alles hier runter. Hier wird gestaut, hier wird gestaut, hier wird auch überall gestaut. Hier ist der einzige Durchgang. Das bedeutet, ich kann es aber auch schon sehen, ne? Das muss dann anders gemacht werden. Das wird nicht reichen. Wir holen ein Flutgate. Da können wir auch steuern, wie hoch das ist. Und hier vielleicht nicht direkt mitgedacht, komm, lass hier auch direkt ein Flutgate setzen. So. Die brauchen Bretter. Okay. Dann sagen wir hier schon mal Bretter bitte. Aber ihr seht, so, ne, wird das Stück für Stück. So, Distrikt 2 hat gar nichts mehr, also Wasser. Und Karotten. Distrikt 3, welches war Distrikt 3? Distrikt 5, Distrikt 3 war das da oben, das braucht im Moment nichts mehr, also Pause. Scheint das dann noch im Migrationsmenü? Leider ja, okay. Egal. Zu. Das 5, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 2, 2, 2 und... Holz. Holz fehlt. Da ist das Holz. Okay. So, 1400 Brot. Das ist schon massiv. 2000 Karotten und die, ja, Quilled Potatoes werden mehr. Hat da irgendjemand schon diesen Bonus? Ja, jawohl. Ah, sehr schön. Die haben direkt die Boni. Das gefällt mir. Mehr tragen, mehr Effektivität, dann kann es ja jetzt nur noch vorwärts gehen. 100 Holz. Das ist allerdings jetzt das Problem. Hier kommt das Holz hin. So, und da Dürre ist, wir dürfen es nicht vergessen. Haben wir dann hier... Ne, wir haben keine Biber, die wir eigentlich spenden, wollte ich schon sagen. Biber spenden. Distrikt 2, komm. So, 4 Minimum. 7 Minimum. Ja. Okay, machen wir das so. Arbeiten hier jetzt auch wieder welche, die können, weil wir müssen das, ja. Gut, wir können die offen lassen, wie gesagt, dann kommt halt das Wasser hier durch, ne. Aber wenn wir das jetzt schon mal vorbereiten, wäre das nicht schlecht. Und hier sind sie fertig, von daher umziehe ich die hier nicht ab. Distrikt 5. Distrikt 5. Möchte keine Biber. So, weg damit. Distrikt 3. Nein, brauchen wir auch keine.
Die werden dann wieder hier zugefügt, ne? Das verstehe ich halt nicht, dass man hier nicht sagen kann, ich will hier definitiv keine haben. Dann muss ich das wieder so machen. 0, Distrikt. Minus, minus, minus 5. Okay. Ich hoffe, das passt dann so. Ich trage jetzt Material noch runter, ob das notwendig ist. Distrikt 5, lass das mal sein. 5, 5, 5. Vielleicht später irgendwann. Jetzt geht es nur noch um Distrikt 2. Sind sie fleißig ihre Plattform am Bauen. Das ist auch sehr gut. Okay. So, und nachher, wie gesagt, gibt es Inseln mit vielen Plattformen. Und dort werden wir dann unsere Produktion, unsere Erweiterte hin verlagern. Vielleicht auch die Holzproduktion wieder umbauen. Mal gucken. Hier kommt das ganze Holz hin. Hier ist halt schön, wenn das hier alles direkt verarbeitet wird. Man könnte das auch hier so machen, weil da oben ja auch noch Holz ist. Oder zum Beispiel sowas wie hier Holz plus hier Holz. Und hier dann Nahrung, wobei das nicht reichen wird. Ich glaube, ich lasse es so. Sieht cool aus. Hier Holz, hier Nahrung. Und wenn das alles später gut läuft, mal gucken, ob ich hier alles an Freizeitaktivitäten reinbekomme. Und hier. Und das so umbaue, dass es cool aussieht. Und hier haben wir zwei Straßen, hier haben wir nur eine. Mal gucken, wie wir das machen. Wobei hier eine ganz runter geht, das bekomme ich, glaube ich, nie wieder gefixt. Von Anfang an müssen mit zwei Straßen bauen müssen. Und dann passt das ja auch nicht mehr mit der Symmetrie. Ah ja. Okay. Kaum spielt man auf Hard, macht man alles ein bisschen anders wie sonst, ne? Aber auch kein Beinbruch. Endet. Ah komm, das passt so. Ist egal. Hoffentlich triggert es euch nicht, dass die zwei Straßen sind, hier eine. Nicht könnte man die vielleicht bis hierher führen und dann macht man einen Cut. Weiß es nicht. Oder spätestens hier unten. Aber es soll jetzt erstmal egal sein. So, haben wir genug. Ich mache mal kurz Pause. Keine Bretter. Gut, dann darf ich das jetzt nicht abreißen. Doch, Bretter 25, aber... 25 Bretter, 2 Holz. Doch, das geht. Reißen wir das ab und ihr werdet jetzt wissen, dass hier ist allerhöchste Priorität. Das hier genauso. So, damit das wieder hergestellt wird. Dann werden sie aber auch schneller. Okay. So, und dann haben wir noch gar nicht, was an Effektivität halt wichtig wäre. Wir könnten... wird wahrscheinlich auch bei Essen sein, ne? Genau. So, boost the growth of nearby crops. Dann wachsen die schneller, aber wir haben noch kein Papier. Papierfabrik habe ich auch noch gar nicht geplant, ne? Ja, da wussten wir nicht, ob wir das schon setzen wollen und wie. Okay, kein Problem. Dann lassen wir das erstmal. Hier. Oh, das ging aber schnell. Nicht mehr aufgepasst, seht ihr. Dann hätte ich hier gerne noch 2, noch 12 Tage Dürre. Das ist schon noch genug Zeit. So. Gibt es denn hier Materialien? 7 Bretter, 80 Holz. 5 Bretter kostet es. Das reicht nicht. Noch 3 Bretter und dann ist gut. So, Karotten setzen wir jetzt mal herab. 50 reichen da völlig. Holz. 70, ne, auch 50. So, Bretter. 5. Okay. Vielleicht wird das irgendwann ein eigenständiger Distrikt werden irgendwo. Wo könnte man das denn machen? Zum Beispiel hier. Hier könnten ein paar wenige Biber wohnen. Kann man ja schon mal vorbereiten, ne? Und dann Sachen laufen. So, auf dieser Höhe würde ich dann sagen, noch ein Distrikt hier. Das sieht cool aus. Finde ich. So, Nahrung wird dann natürlich hier angebaut.
Dann gäbe es wobei. Mal direkt so. Okay, so. Symmetrie, immer diese Symmetrie. Okay, dann ein Farmhaus. Muss ja aber auch irgendwie runterkommen, ne? So ist ein bisschen blöd. So vielleicht. Doppelt gemoppelt. Hier eine kleine Straße. Hier geht's hoch. Hier ist eine Anbindung. So. Okay. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Dann brauchen die Wasser. Wasserpumpe kommt hier hin. Vielleicht zwei. Einen großen Wassertank. Der kommt dann so hin. So. Soll nur ein kleines Distrikt werden. Die brauchen dann einen Förster. Den baue ich hier hin, oder? Hier. Dann hätten wir Holzlager, so. Dann zwei Holzfäller. Oder? Reicht da einer? Komm, wir lassen mal einen. Na, jetzt ruckelt's, genau. Autosave, okay. Machen wir dann lieber so. Okay. Och, das sieht doch niedlich aus, oder? Dann können die sich hier selbst versorgen. Hier wird angebaut, hier gibt es einen Holzfäller. Nahrung, Wasser haben die auch. Hier los. Ja gut, ist ein Connect to any District. Ja, ich weiß. Ja. Sollte reichen für ein kleines Dorf. Und natürlich ein bisschen Deko. Auch nicht vergessen. Häuser. Häuser habe ich vergessen. Double Lodge. Hier. Die kann man dann 1, 2, 3, 4 immer diese Fragen, ne? Ja, wo könnte man das hinstellen? Hier? Nö. Machen wir dann so. Und die Double Lodge. Aber für die würde ich dann später ein Loch machen. Dann kann man das versenken. Also eins hier rein und dann das gleich hoch. So. Lassen wir erstmal so. Okay, und dann schauen wir uns an. Hier ist schon längst fertig. Okay, müssen wir uns jetzt auch drum kümmern. Migrate People. Es sind schon wieder 32 Minuten rum. Das geht. Boah, ey, die Zeit geht rum. Wahnsinn. Okay, dann bedanke ich mich bis hierhin. Bis hierhin. Was der wieder labert, der Hui, ne? Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.